im nächsten April und dann in Bonn. Das heißt, da können wir die Blumen sehen und gehen über das Leben des Kommunisten Piet Sieger, vor allem über die 2 Jahre, die er gegen McCarthy und die schwarzen Listen gekämpft hat. Piet Sieger ist jedem hier bekannt? Ja. Ja, klar. Wer kennt Piet Sieger nicht? Ehrlich, Hanno, du nicht? Also, Piet Sieger ist die Quadramera-Fassung, die wir alle kennen. Für Marlene Dietrich sagen wir, wo die Blumen sind. Turn, turn, turn für die Birds. Für die Birds. Das große Vorbild für Bob Dylan und auch für Bruce Springsteen, der mit der ganzen CD gewidmet hat. Sieger-Tribute heißt die CD. Und viele, viele große Hits. We Shall Overcome. Was? Sehr gut. Und das Lied ist auch gut. Mal habe ich eine deutsche Fassung zu machen. Kann man das hören? Gib mir nur Namen,
und Lauf auf die Quoten. Statt Gejaul und Gejammer, hämmer die Idioten. Ich hämmerte zu Sirup, den Bünden Bering und den Rührup. Ich hämmerte von Hill, Elmar Brandt, Kai Pflaume und von Sinnen. Oh, gib mir nur einen Hammer. Jo, gib mir mal einen Hammer. Ja, gib mir nur einen Hammer. Juhu. Ein Moment von echter Betroffenheit im Johannes Bekerner Studio. Am Moderationstischchen Platz genommen hat ein uraltes Sender-Ehepaar. Weit über 55. Sie am Gedächtnisschwund leiden die an Inkontinenz. Erklären die beiden, ja, sie seien bereit, hier vor laufender Kamera aus dem Leben zu scheiden. Zur Kostendämpfung der Gesundheitssysteme. Aus Solidarität mit den Versicherungskonzernen. Ernst nickt der junge Union-Vorsitzende Wissfelder, das ist der, der den alten Leuten die künstlichen Hüftgelenke streichen möchte, weil die sowieso nicht mehr lange leben. So sieht er also aus, wie diese beiden Alten. Der neue eigenverantwortliche Typ, Übermensch, Nietzsches Übermensch in seiner neoliberalen Fassung. So sieht er aus. Er ist bereit, aus dem Leben zu scheiden für das große Ganze. Solidarität mit den Konzernen. Ernst nickt die grüne Vertreterin Scheel des Ausland Neoliberalen. Ernst nickt der Philosophiedesigner Dr. Peter Peters Lotterdijk. In die Runde. Und Ernst nickt der Superminister Clement, damals SPD, heute Atomlobby, immer noch SPD, nicht ausgeschlossen. In die Runde. Und Johannes Bekerner, bevor er das Päckchen Tabletten gleich weiterreichen wird, wiegt die Tabletten Gedanken verloren in seiner Hand und sagt so, über diese Konsequenz jetzt zu lachen, das fände ich echt tödlich. Aber was ist das? Plötzlich greifen sich die Talkgäste an ihre Köpfe. Sie sinken da nieder. Sie zerbröseln in tausend Pixel. Einfach nur ein Hammer. Der schafft schon was weg. Und eine kleine Feine sich für den Kerk auf dem Weg. Sichel, schau, wer steht da. War das nicht der Schröder? Hammer, schau, was juckt da von Royal Cobra und Medor. Oh, dafür haben wir einen Hammer gegen Fackel wie Nackel. Und den Schutt vom Bund auf die Bälle letzter Welle. If I've got a song to sing, I will sing it in the morning, and I will sing it in the evening. All over this land. All over this land. All over this land. All.